haben einen neuen Fall für Sie. Wir stehen hier vor unlösbaren Rätseln. Passen Sie auf sich auf. Autopumpe in G, fährt erstmal nachsehen. Look, it's the detective. He wants to help us. Okay, warte, die Welt brennt. Hier sind alle tot, alles kaputt, alles schäbig. Meteor eingeschlagen, Menschen, Blut, Organe. Hier, das eigene Haus brennt. Und die Kinder? Look, it's the detective. He wants to help us. Ganz normale Kinderreaktion in so einer Situation. Man kennt es. Kein Kreischen, kein Schreien, kein Oh, meine Xbox! Ja, einfach normale Kinderreaktion. Ich schaue mich erstmal um. Ich habe schon lange kein Wimmelbild mehr Spiel mehr gespielt. Und ausgerechnet jetzt wieder direkt auf Profi einsteigen. Das kann man noch mitnehmen. Fleischfressende Pflanzen scheinen die Erde zu übernehmen. Ach, ich muss mit den dummen Kindern reden, ne? Oh Gott. Ist das nicht Mickey TV? Okay, gut, dann, das war aber sehr schön ausgekiet. Fast so gut wie ich. Das, ja, also ich schau mal. Wir gucken mal, haben wir denn hier. Sonst kann ich nichts machen. Ich muss die Kinder retten. Es tut mir leid, Leute, ich muss die Kinder retten. Ich will das selber nicht. Aber also alles widerspricht in mir, aber ich klicke mal drauf. Oh! Wir haben Terminator zu Hause. Oh, das ist großartig. Oh, ist das gut. Oh, ist das schön. Es scheint, jemand hat das Schloss zerbrochen, als er versucht hat. Das ist aber jetzt sexistisch, ja? Als er versucht hat, die Tür zu öffnen. Das ist aber, da weiß man ja nicht genau, wer das gewesen ist. Könnte ja auch sie gewesen sein. So, warte, Tipp, Aufgabe. Ich suche mal wieder ein bisschen rum, was war... Ah, guck mal hier. Das Schloss klemmt. Ich brauche etwas, um den Riegel anzuheben. Wir brauchen etwas, um den Riegel anzuheben. Oh, was haben wir denn hier? Green Lab. Da wurde, glaube ich, der Green Goblin erfunden. Und hier noch, du hast etwas gefunden, eine Hydro-Einheit. Der neue Energieriegel, den könnt ihr jetzt verschmausen. Der bringt die Power. Toll. Aber haben wir den zum Inventar? Können wir damit... Vielleicht soll ich was anderes ausprobieren. Natürlich. Natürlich. Okay, ich schau mal. Was anderes. Das springt... Ach, guck mal hier. Alles klar, alte Vier. Ciao. Hä? Aber die fehlt doch da oben. Oder hier? Oder fehlt die hier? Ich kann noch nicht spielen. Ich kann nichts machen. Etwas in dem Hydranten... Das ist ein Hydrant! Ach so! Deswegen bei Feuer und Flamme dauert das immer so lange, bis die löschen können. Weil Hydranten einfach so scheiße aufgebaut sind. Das habe ich nicht gewusst. Okay, also etwas scheint zu fehlen. Es ist wohl dieser Hydro-Riegel. Da. Verändere die Wegbahnen, klicke auf die Pfeile und bewege die blauen Teile nach links, die türkisfarbenen Teile in die Mitte und die rosa Teile nach rechts. Die blauen Teile nach links.
Okay, kann ich. Jetzt kann ich jedermann nicht mehr machen, ne? Okay. Warte, warte, ich muss ein bisschen rumprobieren. Ich muss kurz ein bisschen rumprobieren. Okay, warte mal. Ich probiere mal was. Warte, 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 warte. Jetzt müsste das eigentlich da rauskommen, ne? Achso, nee, nee, das hier müsste. So, und jetzt müsste doch eigentlich. Nein. So. Haben wir, ne? Also, Rätsel scheint noch zu klappen. Das ist ganz gut. Jetzt müssen wir den blauen allerdings rausholen. Das heißt, ich muss den blauen erstmal hier parken, leider. Sonst haben wir nicht genug Platz, um die anderen, um die beiden da wegzukriegen. Ah, nee, die blauen müssen nach links, aber wir müssen die trotzdem ausparken. Ja, 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 okay. Dann würde ich den erstmal hier auf dem. Warte, kann ich den nicht einfach hier schon mal zwischen. Ich kann auch da oben lassen, theoretisch, ne? Pass auf, folgendes. Und dann. So rum. Warte, 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 warte. Wir haben es gleich. Dann kommt der noch raus. Dann kommt der direkt hier drauf. Dann muss der einmal dadurch. Warte, warte, einmal darunter. Genau. Das kriegen wir hin, Leute. Jetzt ist ein Klacks. Jetzt ist easy. So, und dann einmal da rein. Läuft! Wäre das nicht besser, das vielleicht. Ja, geil. Woo, first try. Wäre das nicht geiler gewesen, das erstmal hier oben reinzulenken? Vielleicht ins Feuer? Ich meine, hier super intelligent gewesen. Ja, hier super intelligent, aber dann spritzt er einfach ins Wohnhaus. Wenn Superman das machen würde, dann würde er verklagt werden. Ich hätte doch erstmal ins Feuer gespritzt. Da, wo es auch nötig ist. Da, wo Leute auf unser Spritzen angewiesen sind. So, und jetzt können wir aber hier. Oh. 351. Okay. Ring, Opernglas, Schiff. Jetzt müssen wir mal gucken. Grün heißt bestimmt. Die Flinte müssen wir noch laden. Zum Beispiel hiermit. Und hiermit. Dann ist die Flinte geladen und die kommt weg. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ring, Opernglas, Schiff. Ist das ein Ring? Nee. Ein Ring kann ja ziemlich klein sein oder ziemlich groß sein. Es kann aber auch ein Schlüsselring sein. 432. Und wir brauchen aber 351. Es war 351. Ja, das war 351. Okay, super. Was immer da rauskam, ich habe keine Ahnung. Geld nehme ich mit. Im Hut ist zufällig das Ding drin. Vögel 2. Wir brauchen noch mehrere Vögel. Das ist kein Vogel. Das ist ein Vogel. Ansonsten, ich bräuchte mal wieder einen größeren Bildschirm für Wimmelbildspiel. Es hat immer sehr gut geklappt. Das 351 brauchen wir nicht, ne? Das Sternchen hier auch nicht. Brief haben wir noch. Ring, Opernglas, Schiff, Wollknäuel. Wollknäuel. Opernglas. Das ist eine Brille, das ist kein Opernglas. Ist das ein Vogel hier hinten? Nee. Sieht aus wie ein Skelett. Opernglas. Sehe ich momentan noch nicht. Ich schau mal weiter. Springseil und Bürste. Eine Bürste hatte ich schon gesehen. Da oben. Ein Springseil. Da. Dann haben wir Ring, Opernglas, Schiff haben wir immer noch. Kann ich das aufmachen? Okay, verstehe. Das ist immer noch kein Ring. Da ist der Brief. Mit dem Messer können wir irgendwas aufschneiden. Nein. Was könnten wir mit dem Messer aufschneiden? Gedärme. Oder einen Apfel schälen. Nein. Ring, Film, Vogel, Feder. Ach, das war der Film. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht eine Blu-ray oder so.
Okay. Das ist... Das war der Ring? Das war aus wie eine Brosche. Hier ist das Opernglas. Und ein Schiff. Das Schiff müsste mehr auffallen, glaube ich, ne? Ach, das ist das Schiff. Ich habe die ganze Zeit eine andere Art von Schiff im Kopf. Aber so sind Wimmelbildis. Mit dem Messer würde ich trotzdem noch gerne irgendwas aufschneiden. Und wir müssen es auch. Das ist die Feder, eine Sprungfeder. Oh ja, oh ja. Es ist diese Art von Spiel. Ein Traum. Und der Vogel ist wahrscheinlich ein komischer Vogel. Ich ahne es bereits. Frech wie die Sprungfeder mit einem Poyoyoing. Was ist ein Häschen hier? Oder irgendwas. Vogel. 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 Da ist nichts, ne? Kann ich die Bretter beiseite räumen? Nee, ne? Hä? What? Hab ich zu oft geklickt? Ich hab zu oft rumgeklickt, glaube ich. Ich glaube, ich hab zu oft rumgeklickt. Okay, warte, warte, warte. Ich gehe immer erst außen rum. Das habe ich früher schon immer gemacht. Immer die äußeren Ränder. Und dann aber zu wenig in der Mitte. Da ist eine Socke. Ich hätte es wissen müssen. So ein Spiel ist das. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Ein Allzweckmesser. Na, dann befreien wir mal die Kinderchen. Wow, die Animation. Geil. Aber ich will unbedingt wieder Schauspieler sehen. Wo ist Hank Tucker? Ohoho, ist so gut. Ich muss mich beeilen. Wer weiß, was mit den Kindern geschehen könnte, wenn ich zu spät dort bin. Und guck mal, das ganze Haus brennt. Das ganze Haus brennt. Und die kamen hier auch nicht runter, die Kinder. Und die aber so, oh, ein Polizist, der will uns rausholen. Ich bin ganz ehrlich, die Kinder sind mir egal. Ich will klauen. Es hat hier Unfälle gegeben in der Gegend, ja, habe ich gehört. Und die Häuser stehen leer, deswegen bin ich hier, um zu klauen. Ich bin quasi, ich bin Looter. So. Aha. Ich weiß, das ist nicht der richtige, die richtige Zeit, um Musik zu hören. Aber manchmal kann man seine Gedanken dann besser ordnen. Ich verfalle schon wieder in Grey Grey, ne? Ich verfalle schon wieder in diese Stimmlage. Gut gemacht. Du hast was gefunden, Eimer voll Wasser. Feuer aus. Ach so, ich muss genau zielen. Okay. Der Eimer ist jetzt aber auch weg. Du hast was gefunden, Schallplatte. Fortuna Tageblatt, die Gewalt der Natur. Eine Serie von Erdbeben rollte durch die Stadt, aber das war nur der Anfang. Kurz darauf wurde die ganze Stadt von irgendeiner Art von exotischer Vegetation überwuchert. Aufgrund der instabilen Situation fand eine Massenevakuierung statt, außer die beiden Kinder in dem brennenden Haus, die waren schon immer scheiße, lass die Viecher doch dort verrecken. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass dies das Ende der Welt ist. Tschüss. Das ist aber ein sehr ausführlicher, für ein Ende der Welt-Artikel ist das aber sehr ausführlich gehalten. Und wenn ich so gucke, mit den Blumen hier und so. Ah. Ich hätte mal draufklicken sollen. Profispieler des Jahres. Nun, das ist jetzt aber peinlich. Hallo, ich mache das schon seit 13 Jahren. Gut, weg damit. Ab in mein Tagebuch. So, dann gucken wir mal. Hier ist noch ein altes Taschentuch. Die sammle ich am liebsten. Daddy often comes home late from work. Our babysitter went to look for Daddy when the evacuation started. And she told us to stay put. She never came back. We're so scared. Something strange is going on in the city. We saw a glowing man. I wish Daddy would come back really soon. There's something strange. In the neighborhood. Who you gonna call? Die haben, guck mal, die haben sogar Elektroman, haben die sogar gezeichnet hier. Ich streiche nicht seinen Sack hier gerade mit der Hand. Es sieht so aus, weil die Hand greift. Ich wollte nur markieren, dass der Mann hier ist. So. Isolierband. Für die Kinder. Kinder spielen gern mit Isolierband.
wenn sie ihre Puppenhäuser zusammenbauen. Ich weiß, was in euren kranken Köpfen vorgeht. So, ich leg meine heiße Platte auf. Ja, eine heiße Scheibe lege ich mal auf, Leute. Jetzt wird erstmal Funky Disco gemacht. Los, ab auf den Tanzboden. Oh. Ja gut, das war aber... Safe, Teil 1. Das war aber... Die Musik war jetzt aber sehr stramm. Sowas haben die also gehört? Krass. Bei der Uhr 2 und 7. Das ist ein Hinweis auf den zweiten Teil von Final Fantasy 7, der auf 2 Blu-rays erscheint. Ja, nicht vergessen. Es ist zu dunkel da drin. Ich muss herausfinden, wo man das Licht einschalten kann. Am Schalter, du Idiot. Am Lichtschalter. Klick. Was, hier liegt noch eine andere Uhr. Hier ist die Uhr und da liegt noch eine andere Uhr. Falls die Uhr mal kaputt ist, kann man da unten nochmal gucken. Das ist gut. Warte mal hier. Doppel-D. Aha, ja klar. Aha, aha. Toll. Das ist natürlich, wow. Spitze. Ah, meinen Arm habe ich gestreckt, Workout erledigt. Das hat nicht funktioniert. Ich schaue mich mal weiter um, da oben brennt's. Das heißt, ich kann mir hier unten Zeit lassen. Ach, warte mal, 7 und 2. Ich bin so dumm, ne? 7 und 2 hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. 7. Aber wahrscheinlich eher hier, 2 und 7, ne? Würde ich vermuten. Nein, es ist genau andersrum. 7 und 2. Ich sehe ein schönes Sponsoring. Okay, warte. Also, die Familie, die hier wohnt, hat all ihre Ersparnisse in diese sehr sichere Großvateruhr gelegt, ja? Und schreibt den Code in großen roten Buchstaben direkt daneben auf die verfaulte Tapete. Das ist deren Sicherheitskonzept. Falls sie die Zahlen mal vergessen, schreiben sie sie wahrscheinlich mit dem eigenen Blute oder mit dem Blut der Kinder, ich weiß nicht genau, schreiben sie hier einfach an die Wand. Nice. Dann haben wir erfolgreich... Weißt du was? Dann können wir wieder raus. Ja, das YouTuber-Näschen ist wieder hier, ne? Direkt wieder gemerkt, wo ich gucken muss. Dann sind wir fertig im Haus, ne? Was? Ich habe auf die Tasche geklickt. Ist das... Wohne ich in meiner eigenen Tasche? Gefunden. 0 von 15. Name, Doppelpunkt, Beschreibung, Doppelpunkt. Ich glaube, wir müssen Blumen sammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und andere Dinge. Sehr viele. Löse ein Minispiel, ohne es zu überspringen. Finde das versteckte Geld. Hab ich doch. Ich hab das Geld gefunden. Nimm Gustav fest. Das spoilert mich voll. Wer ist Gustav? Wieso soll ich ihn festnehmen? Nimm Gustav fest. Vielleicht mag er es ja ein bisschen fester, ich weiß nicht genau. Ich hätte auch zärtlich sein können, aber Gustav wollte es nicht. Finde alle Blumen. Tätige deinen ersten Kauf für den Garten. Stelle mit einem Schuss aus dem Revolver den Strom ab. Ha. Okay, werde ich tun. Das mache ich. Finde alle Geheimnisse. Ja, hier zum Beispiel. Finde die Maske von Bürgermeister Wilson, Professor Gustav, Bankier Bird. Das heißt, die stecken unter einer Decke. Löse 10 Minispiele, löse alle Minispiele. Okay, neutralisiere die chemische Bombe. Dafür muss ich erstmal aufs Klo. Okay, das ist ja toll hier. Das ist ja praktisch, dass man da reinguckt. Das sind die Blumen. Ignis Floss. Ein Produkt der abnormalen Energie und spektraler Stürme. Es gibt eine große Wärmemenge ab und ist sehr gefährlich in geschlossenen Räumen. Warum steht es dann hier? Es ist Glück, dass ich in der Lage war, es zu zerstören, bevor es wachsen und seine volle Größe erreichen konnte. Kaum vorstellbar, welche Blüten und Früchte ein solches Ding ausbilden würde. Okay, wir müssen also alle Blumen irgendwie sammeln, die nicht mal nach Blume aussehen. Dieser Besen hier ist verdächtig.
Können wir da drin jetzt Licht mit der Blume machen? Nee, ne? Okay, ich habe ein Messer und ein Tape. Das sieht alles nicht gut aus. Dieses Schloss ist eindeutig in einer schlechten Stimmung. Ich wette, es hat auch einige... Es hat auch einige schlechte Angewohnheiten. Was muss ich tun, um es zu beruhigen? Ich würde sagen, knebeln. Gut. Offenbar nicht. Das, ja, was ist das hier? Der Schalter funktioniert nicht. Die Kabel sind vermutlich beschädigt. Der Putz hier ist rissig und hält kaum noch zusammen. Ja, dann rein da. Aha. Mit unserer Messeranimation schauen wir mal. Oh nein. Ich muss das Problem mit dem defekten Kabel lösen. Nur dann wird der Schalter wieder funktionieren. Na dann, rein da. So viel Progress, Leute. So viel Progress. Buchstabenwürfel. Was ist denn das, um Gottes Willen? Was, ein Buchstabenwürfel? Clown-Kaninchen. Der Clown ist unten rechts in der Ecke. Den kann ich aber nicht wegklicken. Kaninchen, Tabakpfeife, Palette. Tabakpfeife, Palette. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Telefonschleife. Telefon hatte ich auch schon gesehen, glaube ich. Ach so, Buchstabenwürfel, verstehe. Hallo, Motte. Motte. 7 Nägel, warte mal. Was haben wir denn hier drin? Ein Magneten. Und ansonsten haben wir noch, roter Fächer. Hier sind noch Fächer im Schrank. Was ist denn das? Was ist das? Ach, das ist der Fächer. Aber ist er nicht fertig? Ich muss ihn wahrscheinlich aufklappen, aber ich weiß nicht wo. Okay, weiter geht's. Ach, 7 ist einfach eine Zahl, wie hier 8 und 9. Guck mal, hier ist doch was. Ach so. Okay, warte. Tabakpfeife, Palette, Kaninchen. Da ist das Kaninchen. Hier ist das Telefon. Tabakpfeife, Palette. Tabakpfeife, Palette, Tabakpfeife, Palette. Hier ist... Ich brauche einen ganzen Fächer, diesem fehlen einige... Ach so. Ach so. Ach so. Ich dachte, das wäre ein zusammengeklapptes Stück. Da, rein da und fertig. Vor allem, ich brauche einen ganzen Fächer, aber wofür? Auto, Roboter, Nägel. Was ist denn das hier? Ich muss hier einen Knopf einsetzen. Hier ist ein Roboter. Der rote Kopf, den habe ich gerade aufgesetzt. Ich habe den Kopf gerade... Nein. Okay. Musik einfach original wie ein Diablo. Ist krass. Da ist etwas in dieser Vase. Okay, habe ich einen Hammer? Ach, das ist der Knopf. Ja, Mr. Robot, ciao. So, Auto. Ein Auto. Nur dann ist es das Auto. Hier hinter irgendwas? Nee, ne? In der Vase vielleicht? Warte, warte. Nase juckt. Aha. Ach, der Magnet mit der Vase wahrscheinlich, ne? Nägel. Okay. Kein Auto in der Vase. Wo könnte denn das Auto drin sein? Hier im Schrank. Die 7. Die 7 müssen wir irgendwo, kann ich umblättern? Jo. Okay, Tabakpfeife, Palette. Die fehlen mir noch. Da ist die Pfeife. Und die 8. Je größer es ist, desto weniger sieht man es.
Du hast... Oh, ich nehme die Pfeife. Natürlich, in einem brennenden Haus, wo ich die Kinder retten will, erstmal die Pfeife mitnehmen. So. Dann kann ich den Fall vielleicht lösen mit der Pfeife. Dann bin ich ein besserer Detektiv. So, okay, gut. Gut, 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 gut. Da kann ich nicht mehr reingucken, aber ich habe jetzt eine Pfeife. Toll. Wirklich toll. Das hilft mir immens. Mit dieser Pfeife werde ich es dem Verbrecher... Ernsthaft? Diese Tür hatte zwei Schlüsseldinger, Schlösser. Aber man schließt sie natürlich mit einer Pfeife auf. Klar. Auf geht's auf die Straßenkreuzung. Schade, ich wollte noch ein bisschen looten. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nee, ne? Oh nein! Elektroman! Ich steige jetzt die Treppe hinunter. Also wenn das Spiel keinen Emmy gewonnen hat, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das sind die Schauspieler, die stehen gerade am Anfang ihrer Karriere. Die haben großes vor sich. Ein großes leeres Haus. Weil die Bekannten ausgezogen sind vor Scham. So, jedenfalls. Es ist schade, dass die Pflanzen keine Insekten sind. Insektizid wird hier also nicht helfen. Oder? Okay, okay. Antikes. Ich gucke noch mal ein bisschen rum. Kann man noch irgendwas anklicken hier? Telefonzelle. Ich kann nicht ohne einen Griff in die verriegelte Telefonzelle hineinkommen. Oh nein. Ein Knopf. Das ist der A-Button vom Xbox-Controller. Eine Zeitung. The city authorities have made an official statement. The catastrophe was caused by experiments carried out on the fragment of the recovered fallen meteorite. Mm-hmm. Two people are being held responsible for what has happened. The mayor of the city and the professor who was committed to carrying out the testing. The mayor had assured the citizens that Professor Gustav would take care of the situation. But soon after the statement was made, both of them disappeared. Von den beiden haben wir noch nie gehört. Noch nie. Ich frage mich, weißt du, was den beiden helfen würde? Masken. Masken würden den beiden echt gut stehen. So. Ich frage mich, wie ein normaler Mensch im Notfall an den Inhalt des Schrankes herankommt. Ja, ach, ich frage mich das schon lange nicht mehr.